Ich sagte, behalt mal das Zeug, vielleicht nimmst du das mal mit, damit wir Vielleicht vielleicht. nehme ich die, drücke ich dir aber trotzdem wenigstens die Rüstung aufs Auge. Damit du halt nicht auf dem Weg stirbst. Dann sterbe ich doch und dann ist die Rüstung weg. Aber wir haben hier noch eine Ersatzrüstung, weil Mordi ja nicht mitkommt, haben wir ja noch. Hast du noch eine mit dabei? So. Das Schwert behältst du erstmal, oder? Das Muss Schwert, auch. Bogen, Pfeile, Heilpotions und Wassereimer behalte ich fürs Erste noch. Okay. Na dann. Wo müssen wir überhaupt hin? Finden Ja. wir es raus. Erstmal willkommen zurück, seid gegrüßt. Ich weiß nicht, wie Oh, ich in es die schneiden werde, Richtung. aber seid gegrüßt zur finalen Staffel, zur finalen Folge der Wo ist das Staffel. scheiß Auge für? Zum Wo ist das Staffelfinale. Enderauge hin? Ah! Hast du schon Inventar verloren? Ja, sehr gut. Da waren es nur noch 25. Folge 100 von Minecraft Oder Armor. explodieren die mittlerweile einfach? Das will ich jetzt kurz wissen. Mit Prof. Der Mod ist leider nicht mit dabei. Wir haben einen großen Staffelfinale. Mensch. Und wir wollen zum End. Das ist unsere Mission. Auge. Da sind wir hin unterwegs. Jetzt verlieren nicht alle Enderaugen. Die brauchen wir noch. Oh fuck, die zerlegen sich mal ab und zu. Dann Mit mal einer schnell. Chance von 20% zerstören sie sich selbst. Dann mal schnell, damit wir nicht alle verlieren, bis wir da sind. Du führst uns Wir müssen jetzt an. erstmal eh um die Mauer außenrum. Auf zum Leuchtturm. Wie so außenrum, wo man durchgehen kann. Ja gut, dann halt außenrum. Ich habe doch Eingänge in die Mauer gebaut. Wow, der nächste ist schon ein ziemlich weites Stück weg. Tja, ist auch eine Schwachstelle in der Mauer, dass man außen rumlaufen kann. Aber gut. Was soll es? Dass man das überhaupt kann. Okay, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Den hat's auch wieder gedroppt. Aha, dafür benutzt du also die. Dafür sind sie eigentlich auch mit da. Aber ich dachte, wir brauchen die, um die ins Portal reinzustecken. Das auch. Am Kino nicht unterwegs drauf, Prof. Du hast das ganze Zeug bei dir. Ah ja. Der Husten meldet sich. Ja, scheint fast so. Oh, hier haben wir Blümchen. Ja, die sind recht, auch ne, recht nett. Werden wir aber jetzt nicht pflücken, weil die können wir nicht Bringt gebrauchen eh nicht so viel. im End. So, wo bist denn du jetzt hin? Ich verirre mich immer. Du. So, auf zum Endportal. Na, Beenden wir das Füße, auf Ganze hier. geht's. Wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, mein Boot mitzunehmen? So halb. Wobei hier macht's keinen Oder Spaß, Boot zu fahren. werden wir über Land laufen? Ich weiß nicht, wie viel Land und wie viel Wasser da ist. Aber im Zweifelsfall mangelt's jetzt nicht an Bäumen in dieser Richtung. Was? Also ich finde hier, ich sehe hier keinen einzigen Baum. Chronischer Mangel an Bäumen. Ja, Ich bin da ein Minecraft bisschen langsamer als ist du. Spiel mit ganz wenigen Bäumen.
Ja, Bäume sind in Minecraft Mangelware. Unfassbar selten. So Wir meinten selten. überall Bäume? Nee. So selten wie Kürbisse. Findet man auch nirgendwo. Unfassbar selten. Den Seerosen kann laufen. Vielleicht sollten wir mal Seerosen sammeln und mal einen Weg durch den Sumpf machen. Nee. Das wäre eine dumme Idee. Hier auf dem Berg hoch oder wo bist du lang? Ach ja, hier. Ja, hier auf dem stehe Berg. Ich und warte auf dich. Durch Berg und Tal. Oh, Sekunde, meine Musik. Ich mache mal ein bisschen Musik an. Das Finale jetzt hier auch mal hübsch wird. Und auch mal Hintergrundmusik haben. Ich habe mich schon gewundert, irgendwas fehlt hier. Irgendwas war hier. Wirkt so ruhig hier. Hallo Schäfchen. Brauchen wir Betten oder hast du Betten mitgenommen? Nö, habe ich jetzt keins mitgenommen. Also hier hätten wir Schafe, die wir töten könnten. Für Bettwolle. Brauchen wir Betten oder? Wäre vielleicht gut, zwei hier zu haben, um vorm ins Entgehen schlafen zu können, bis nachts wird in der Wildnis. Oh, du bist verschwunden. Das war nicht der Plan. Ah, da bist du. Ach, zur Not kannst du welche cheaten. Da kann man auch einfach neue Homes setzen. Kommt aufs selbe raus. Oder es wird hier sowieso nicht mehr Nacht, oder? Hast du ja, dich ausgeschaltet? Der Zeitzyklus ist momentan immer noch ausgeschaltet, von daher. Wo bist du jetzt lang? Am Berg vorbei. Oder bist du wieder. Ich sehe dich entlang hüpfen. Hier unten lang, also oder? Dein Name-Tag. Nee? Hallo? Ich hab dich verloren. Du weißt den Weg, ich folge dir. So, und you know the way. Jetzt diesmal hin, da geht's hin. Weißt du das noch hier? Uganda Knuckles. Uganda Was ist damit? Do you know the way? Oh Gott, das Meme. Dieses Scheiße. Ich war traurigerweise zu dieser Zeit sehr aktiv in VR-Chat, also ja. Do you know the way? Why are you running? The Queen, the wee Queen. Speed on the fat Queen. Tja, alte Zeiten. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja. Zum Glück. Ich bin schon da. Ich bin halt ein bisschen langsamer. Genieß noch ein bisschen die Landschaft, wenn ich herumlaufe, während ich herumlaufe. Ja, du hast einen Plan, wo es lang geht. Es tut ja gerade relativ planlos, halt aber. Immer mal wieder. Ich versuche halt so eine generelle Richtung zu behalten. Ab und zu spawne ich ein neues Enderauge, gucke, wo es hinfliegt. So, wollen wir mal gucken. Okay, da lang. Da lang? Da lang. Dann kraxeln wir mal den Berg hoch. Ja. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Oder auch nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Parkour ist auch nicht so ganz deine Stärke. Der Dreck.
Oh ja, oben auf den Blättern weiterlaufen geht ja auch. Oder auch unten unter den Blättern. Ja gut, wenn man runterfällt, geht das auch. Ich laufe halt unten lang. Ich hoffe in die richtige Richtung. Ich esse hier schon ein paar Sehe dein Name Karotten. Tag unter mir irgendwo rumlaufen. Ich esse hier schon ein paar Karotten, damit ich jetzt hier nicht verhungere unterwegs. Oh, da drüben ist aber eine fette Schlucht. Nee, Hupala. ich bin an der Schlucht. Sollst du vielleicht nicht reinfeiern. Oha, die ist wirklich fett. Nice. Falls du noch Wasser brauchst für den Wassereimer. Ich habe insgesamt vier Wassereimer dabei. Daran soll es jetzt. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh, was ist das hier? Strupp. Sonnenblume. Sonnenblume. Yay. Nehme ich aber nicht mit. Könnten wir auf dem Rückweg mitnehmen. Ja, Rückweg gibt's ja nicht, weil wir dann direkt am jeweiligen Homepoint spawnen. Oh. Oder spawnen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Na dann. Ich glaube Homepoint. Aber ich habe drei Homepoints. Ich glaube, er nutzt den vom Bett. So. Ich habe auch mehrere Betten. Das wird Ja gut, das, spannend. was du als letztes aktiviert hast, das spricht der Homepoint, der als Bett eingetragen ist, der wird dann dafür genutzt. Naja, an einem der. Also werde ich entweder auf der Mauer oder auf Das, was dem halt dein Roboterhöhle. aktueller Spawnpoint ist. Das wird dann wahrscheinlich die Roboterhöhle sein. Oh, ein Bienennest. Summ. Summ, 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 wie ich noch bei Summ herum. Die Summ. bringen nichts, wenn man die tötet, oder? Nee. Nun. Außer stinkige Bienen. Nur ein schlechtes Gewissen. Genau. Weil du fürs Bienensterben mitverantwortlich bist. Yep. So, wo nun lang? Finden wir es raus. In die Richtung. Ich habe eine Aha. Fliege auf dem Monitor sitzen und jetzt habe ich einen Matsch auf dem Monitor. Na toll. Sag doch nicht sowas, das kann doch nicht gesund sein. Es ist auch nicht gesund. So. Aha, okay, hier haben wir einen weißen Fleck. Alles Luft oder was? Oh, Also ich okay. glaube. Hätte die Ach, ich Textur krieg noch dich nicht, schon. geladen. Das war ein Texturenbug. War das leere Nix. Oh, hallo Wolfi. Die Leere gesehen. Einmal den Wolf schlagen. Jetzt musst du auf den Baum klettern. Dann tue ich das mal. Und wieder runter. Ah, meine Pizza ist fertig. Sind wir bald da? Es sieht danach aus, als wären wir in Kürze da, weil die Ausrichtung sich doch langsam recht tief verschiebt. Aha, und was heißt, wenn sie sich verschiebt? Und was bedeutet Dass der das? Punkt, auf dem das Ganze zudeutet, näher ist als vorher. Okay. Das heißt, wenn du direkt über dem Endportal stehst. Dann geht der Kram einfach nach unten. Beziehungsweise überm Stronghold. Die Perlen, die Enderaugen deuten nicht direkt aufs Portal. Ah, okay. Also schweben sie nicht direkt über dem Portal, wenn du die. Wenn du die über dem Portal fallen. Nur die generelle Position vom. Was Hab's aber passiert? heute mit den scheiß Bäumen. Was passiert denn, wenn du eine Ender, wenn du so ein Enderauge über dem Portal fallen lässt? Das müssten sie ja. Kannst ja nachher mal ausprobieren. Wir haben ja recht viele dabei und wir sind immer noch bei 25 Stück, obwohl wir scheinbar recht nah dran sind mittlerweile. So.
Schon wieder auf dem Baum. Die Bäume hier. So, hab's. So und weiter. Verschwunden. Verschwindibus. Oh. In die Richtung. Ah. Sind wir in die falsche Richtung gegangen? Wieder oben auf dem Baum. Ich glaube, dann sind wir irgendwo über dem Stronghold wahrscheinlich schon. Vielleicht unten in der Höhle oder? Wie kann das sein? Oh, ein Skelett. Das ist nicht gut. Ich tue sterben. Lass das. Ich komme hier nicht raus. So. Okay. Das war jetzt ich. Auf dem Baum. So, wo weiter? Wo ist das Ende? Portal. Okay, hier sind wir. Da, wo ich gerade stehe, ist es nach unten gegangen. Das heißt, also irgendwo in der Höhle unten. Gerade nach unten bauen oder was? Ja, gerade nach unten ist immer eine scheiß Idee in Minecraft. Also doch in der Höhle drin. Zum Glück habe ich keine Fackel mitgenommen. In der Höhle drin. Ich habe keine Fackel mitgenommen. Wo soll es sonst sein, außer in der Höhle? Ich baue mal hier ein Schild auf. Ups. Was braucht man für Schild? Für ein Schild? Holzplanken und einen Stock. Okay, Stöcke habe ich ja mit. Und eine Werkbank. Zelda-Musik. So, ich glaube sowas. Ach ja, Spitzhack, hast du eine dabei? Natürlich nicht. Du hast alles weggelassen? Ja. Wow. Bei Spitzhack habe ich keine weitere für dich dabei. Werde ich sie brauchen? Ja. Weil manche von den Leuchtfeuerdingern, die den Drachen versorgen, sind von einem Eisengitter umgeben. Dann musst du die für uns abbauen. Oh. So. Hab's gefunden. Warte, ich komm runter. Bin nach oben. Soll ich mir eine Spitzhacke craften? Könnt ihr theoretisch aus Holz, könnte ich mir eine machen. Ich habe hier auch Eisen gefunden, also im Zweifelsfall machen wir halt noch schnell einen Ofen mit ein bisschen Holz und ja, machen damit dann noch schnell was. Ich habe noch 6 Holz. Ich komme runter. Ich sehe nicht, wo ich hingehe. Hast du Fackeln unten aufgebaut, oder? Es sind so oder so Fackeln im Stronghold. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Ah, hier ist Eisen. Wie tief hast du gegraben? Stronghold ist schon recht weit unterirdisch. Ah, ein Prof. Und Licht. Oh. Das sieht ja wundervoll aus. Eine der Bibliotheken des Strongholds. Dann wird fantastisch. Das müssten wir eigentlich abbauen und mitnehmen. Das ist eigentlich. Das können wir mal gebrauchen. Au. Strongholds sind immer so chaotisch. Machen wir uns jetzt hier noch eine Spitzhacke oder? Hab ich Stein genug? Du leuchtest.
Hast du noch Holz dabei? Obwohl, es kommt jetzt eh nicht drauf Ich habe an. sechs Holz, sechs Eichenbretter. Tü. Ist eine Eisentür. Zwei. Eine sinnlose Eisentür. Vier. Das ist eine Kiste. Da ist Gold drin. Soll Ja. ich die Goldbarren mal mitnehmen oder? Wenn du willst. Ich verliere die sowieso im End. Damit könntest du mir bestimmt noch. Achtung, Zombie hinter dir. Au. Mache tot. Gott. Wie macht man denn Schuhe? So macht man Schuhe. Ich habe noch kein Schwert dabei. Dann kriegst du es jetzt. Hab Zombie-Fleisch. So, im Warte. Ofen köchelt gerade Eisen vor sich hin. Okay, jetzt habe ich Goldstiefel gemacht. Das ist relativ blöd. Ich hätte eine Goldkappe draus machen können. Hätte ich wenigstens was aufgehabt. Ach, Könnte egal. das Portal sein. Hier ist noch eine Kiste mit Eisenstiefeln. Wow. Und zwei Stücken Brot. Spitzhacke. Oh, das war einfach. So eine Spitzhacke habe ich schon. Und ich habe gerade aus Versehen schon jetzt das Portal gefunden. Okay. Ist das schlecht? Ich habe nicht erwartet, es so schnell zu finden. Sekunde, ich komme gleich. Ich mache noch eine zweite Spitzhacke. Wie viele werde ich Ich brauchen? entledige mich hier mal dem Spawner. Wie viele Uah. Spitzhacken werde ich brauchen? Ich habe nur zwei. Eine sollte reichen schon. Oh, das Portal ist komplett leer. Dann ist ja gut, dass ich mehr Enderaugen gecraftet habe. Okay, wo bist du? Ich komme zurück. Nee, das ist ein Zombie. Taschen. Ah, hier. Ich folge dir. Hier ist eine Kiste. Da ist Brot drin. Ja. Ist nicht mehr mit. Schaden tut's Aber nicht. noch 32 Steak für dich dabei, also das ist jetzt nicht das Problem. Nein, gib mal her. Ah, da ist das Portal. Vor der Jupp. Lava. Ich falle bestimmt in die Lava Nice. rein. 1, 2, 3. Wie können wir Und fallen? zweimal Wasser. Wie verhindern wir, dass ich in die Lava reinfalle? Slash Setwarp. End. So. Wenn man jetzt Slash Warp End eingibt, taucht man hier auf. Dann machen wir das Ah, Portal ja. mal an. Das ist 1, gut, 2, weil. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oha! Das Portal ins End. Ja, warte, ich räume noch kurz mein Das ist Inventar ein gut. bisschen auf. Weil, wenn du jetzt hier in den Spawn gesetzt hast, dann können wir nachher nochmal was abholen kommen hier. Und noch Zeugs looten Ja, gehen. ist ein globaler Spawn jetzt. Also, wenn man Wow. jetzt Slash Warp End eingibt, sollte man direkt hier vorne auftauchen. Okay, ich habe jetzt 32 Steak bei mir, 21 Karotten, 2 Brot, ein Diamantenschwertverbrennung, 2 Rückstoß, 2 Schärfe, 4, 64 Pfeile, 19 Pfeile, 64 Pfeile, 2 Spitzhacken, eine Armbrust, Erde, Holz habe ich noch ein bisschen, Stock, Oh, stimmt, 2 eine habe ich noch. Wassereimer und einen Bogen habe Hier für ich. alle Fälle. Na, Habt ihr Teilung. Und eine. andere Tränke brauche ich nicht, oder? Andere Tränke habe ich nicht. Ja, okay. Also das gleich im Inventar lassen. Muss die Pfeile im Inventar haben? Muss die Pfeile vorne in der Auswahlleiste haben, oder? Nee, die können einfach irgendwo im Inventar liegen. Am So, Wassereimer sollte ich umso bei mir besser. haben. Wassereimer direkt irgendwo auf der Leiste, damit du im Zweifelsfall, wenn du irgendwo runterfällst oder rumgeschleudert wirst, dass du im Endeffekt, wenn möglich, Wasser unter dir platzieren kannst, bevor du aufschlägst. Bin ich trotzdem zu blöd dafür. Wird Im trotzdem Zweifelsfall hast du halt umschlagen. immer noch Feather Falling 3. Na dann? Habe ich das? Sekunde. Ich trinke Du noch kurz hast meinen Kaffee Federfall aus. 3 auf deinen Schuhen. Kurz noch Kaffee austrinken. Ah, ja. Ah, ja. So,
Der Untergrund sieht aber komisch aus. Wenn du dich bewegst und da so. Ja, ist. Wie ein schlecht eingefügtes Foto sieht das aus. Bloß als Video. Ja. Na dann, wollen wir? Was brauche ich als erst? Diamantschwert oder Bogen? Spitzhacke. Wir wissen nicht, wo wir auftauchen. Okay, ich habe nur Eisenspitzhacken. Na dann, probieren wir Okay, es. let's go. Fuck. Fortschritt erzielt das Ende. Wo, Du was, bist am fuck? Arsch der Welt. Okay. Dann bauen wir uns mal rüber. Ich habe noch ein bisschen Erde mit, zur Not. Enderdrache. Okay. Du lädst mich an. Ich bin das erste Mal, das ist mein allererstes Mal im End. Also. Nach dir. Na dann, willkommen im End. Ich guck mal nicht so rum, sonst gucke ich noch jemandem ins Gesicht. Ich mach mal den Diamantschwert. Aha, Einer okay, da ist ist kaputt. schon. Sehr schön. Schau mal, dass ich halte mal hier den. Soll ich auch was feuern? Ich halte mal das Schwert bereit. Steak. Okay. Bleib mal bei dir. Oh nein, ich werde angegriffen. Nein. Ich weiß nicht, von wem ich angegriffen werde. Ruff, was soll ich tun? Ah, da ist einer im Käfig. Okay, wie kommen wir an den Käfig ran? Ups. Den wollte ich noch gar Soll ich nicht denn hier auch mal treffen. schießen? Ich kann hier auch mal was dazu tun. Okay, habe ich nicht. Wie kommen wir auf die andere? Wie kommen wir zu den anderen hoch? Wasser klettern. Okay, wo bist du? Ich komme hinter dir her. Versuche Okay. gerade die schon mal zu zerlegen, die verfügbar Oh sind. nein, ich werde angegriffen. Verdammt. Ich werde sterben. Lass das. Ich kann nichts trinken, weil ich bin. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe nur noch drei, vier Herzen. Vier Herzen. Ich bin am Arsch. Ich kann den Trank der Heilung auch nicht trinken. Soll ich den mal trinken, sobald ich kann? Hau rein. Das bringt nicht viel. Ich habe immer noch vier Herzen. Ich werde angegriffen von irgendwas. Prof, hilf mir. Wo bist du? Da oben. Ach, da soll ich hin. Au. Aber ich bin fast tot. Ich bin tot. Nun, so viel dazu. Okay, ich bin wieder zu Hause. Was muss ich eingeben, um wieder zurückzukommen? Slashback, vielleicht funktioniert's. Das ist doch ein Spawn-Ding. Ja, versuch's mit Slashback trotzdem. Back. Mein Zeug geht doch. Ah, hier, es funktioniert. Mein Zeug ist Hinter weg. dir liegt dein ganzes Zeug. Umdrehen. Kacke. War klar, dass ich im End sterbe. War sowas von Okay, klar. den habe ich zerlegt. Okay, ich habe ein Wo ist der Schwert. nächste von denen? Ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert. Okay. Du musst durch mal schießen. Will ich den Enderdrachen? Ich werde schon wieder Den zerlegt Enderdrachen hier. angreifen bringt's halt überhaupt nicht. Solltest es aufpassen, dass du halt nicht in den pinken Bereichen stehst. Okay. Ich habe einen Enderdrachen angegriffen, das hat es wirklich nicht gebracht. Diamantschwert. Ich kann mich irgendwo verteidigen hier. Ja. Nein, ich will dich nicht angucken. Wo bist du, Prof? Kann ich vielleicht zu dir hoch Auf und einer mal. der Säulen. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was mit dem. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was zerstören. Kann ich auch Oh mal ein bisschen fuck. beitragen. Au. Vielleicht kann ich auch mal, anstatt immer nur sinnlos hier rumzu. Aufpassen, du solltest außerhalb, solltest wenn möglich im Wasser bleiben und draufhauen Oh auf das ja. Ding, sonst sprengt's dich in die Luft. Ah, okay. Ich Und hab's wieder runter. zerstört. Ich hab's Obwohl. zerstört. Aber da ist ein lilaner Bereich. Soll ich hoch oder was? Nee, geh runter, bleib unten. Ich will bloß mein Wasser Ich bin wieder im lilanen haben. Bereich. Ich bin tot.
passiert. Wo sind noch welche von denen? Ah, da oben. Mein Zwecks wieder. Au. Sollte man die Uniform anziehen? Ich muss was essen. Ich bin komplett geheilt. Ich war ja auch schon tot gerade. So, was müssen wir jetzt noch machen, um den Enderdrachen zu besiegen? So, wo ist der nächste Stern? Ah, da. Ich komme mit dir mit, Prof. Komm mal hoch. Okay. Ich komme nicht mit hoch. Ich bin unter dir. Okay, ich krieg Schaden. Vielleicht weil du ertrinkst? Ja. Okay. Es wird auf uns gefeuert. Ich sterbe. Target. Ich bin tot. Mal wieder. Das war so klar. So, wo sind meine Sachen? Alle hier unten wieder verteilt. Au. Wie steht der Death Counter? Ich bin schon im End gestorben. Ich habe hier noch einen Bogen theoretisch. Karotten habe ich auch noch mit dabei. Spitzhacke hätte ich auch noch im Angebot. Und ein Schwert. Oh, ich sehe nicht, dass hier noch irgendeine von den Säulen aktiv heilen würde beim Drachi. Ah, fuck, da oben ist noch einer. Wollte gerade sagen, also Drach angreifen oder was? Lass mich das machen, ich komme hoch. Will auch mal was Nützliches dazu beigetragen haben. Dann müssen wir den Drachen angreifen, oder? Nachdem er... Yo. Dann ist er nicht besiegbar. Das wird dann erst das richtig starke. Oh, ich krieg schon wieder Schaden. Aufhauen auf den Kubus. Und wieder runter. Autsch. Ein Steak. Jetzt ist er besiegbar oder was? Ja, ich sehe schon, dass er Schaden kriegt. Nein! Ich bin gefallen. Und jetzt abschießen den Enderdrachen oder was? Abschießen, wenn möglich. Oh fuck. Ich versuch's. Oder mit dem Schwert treffen, wenn er mal auf den Boden kommt. Ja, fliegt halt das Nest halt immer wieder an, auch. Ich treffe bloß leider nie. Ich auch nicht. Können wir den irgendwie mit dem Schwert treffen, wenn er kommt, der irgendwann mal runter? Aha! Oder? Mir ist es einmal getroffen. Kommt er mal runter oder was? Sollte er. Ab und zu. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Nee, habe ich nicht. Ah doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Und mit dem Schwert. Drauf. Auf ihn, mit Gebrüll. Treffe ich ihn überhaupt? Ja, er trifft mich. Wie erbärmlich. Slashback funktioniert hervorragend. Ich werde schon wieder getroffen. Unterm halben Health mittlerweile. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, dann solltest du was essen. Geht nicht. Oha. Was für ein Chaos. Ist ja auch das Finale. Das End. The End of the Game. Ja, treffe ich auch mal. Na komm, wir besiegen den heute. Man. Hab wieder anhängig Enderman. Ich nicht. Ich bin im niederen Bereich.
wenn ich mal treffen würde. Erstmal wieder mich heilen. Ich glaube, ich treffe nicht einmal. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Oh, da ist er. Über mir. Und ich treffe ihn. Ah, Und er das ist ein kommt wieder Schwert. runter aufs Nest. Solange ich noch kann, greife ich an. Ich werde gleich wieder sterben. Ich sollte mal was essen. Fast tot. Wir haben ihn gleich. Gleich. Ah, fuck, er fliegt wieder davon, der Arsch. Schießen. Vielleicht treffen wir ihn. Treffgenauigkeit ist halt nicht sehr gut. Na komm. Ich hab dich, du Sack. Nice. Aha! Besiegt. Da kommt er. Er ist am Ende. Wir haben den Enderdrachen besiegt. Hurra. So, jetzt gibt's XP. XP. War schon mal mehr XP. Ich habe keinen einzigen XP bekommen. Oh, und das ist das Drachenei jetzt, oder was? Jo, ich hab grad mal draufgehauen, einfach nur um's zu schubsen. Darf ich haben? Viel Erfolg beim Versuch, es abzubauen. Aha. Okay, und wie kriegt man das jetzt? Ich glaube, man braucht eine Axt mit was Behutsamkeit war es, glaube ich. Also sollen wir es hier lassen, oder was? Ja, ich habe keine Axt mit Behutsamkeit, du hast keine Axt mit Behutsamkeit. Also Ah, als ja. Spitzhacke. Wo ist der Endlich überhaupt geschafft. hingehüpft? Ah, da ist er hingehüpft. Wir haben den Enderdrachen besiegt. Hurra. Aber die haben hier immer noch Endermans, die mich töten wollen. Ah, Also. dann sollten wir vielleicht wieder zurück durchs Portal. Ab durchs Portal. Ab durchs Portal. Und willkommen in den, nennen wir es Credits. Yay, durchgespielt. Minecraft durchgespielt. Ja. Auch gleich für YouTube, das ist das Ende. Das End. The End. I see the player you mean. Zwergenfürst LP? Fragezeichen. Yes, take care. It has reached the higher level now. Ja, genau. I like this player. Oh, danke. Gut, ich würde mal sagen, ja, für YouTube, danke fürs Zuschauen. Das war Minecraft Arno Staffel 2.0. Ich habe jetzt leider keine passende Musik, die ich hier im Hintergrund spielen kann. Ich kann ja hier, kann gerade die Musik ausmachen, die in der Playlist läuft, und dann im Hintergrund welche einfügen. Spannende Credits Musik. Ja. Das war das Staffelfinale von Minecraft Arno Staffel 2. Aber zum Ende hin noch das Oha. Wegen sich Pixel. Diesen Gedanken nicht lesen. Aha. Ja, das sind die Credits, wer sich durchlesen will, kann sich das mal durchlesen. I cannot read that Du musst sword. den langen Traum des Lebens erreichen, nicht den kurzen Traum eines Spieles. Okay, ja. Modi ist leider zum Schluss nicht mehr mit dabei gewesen. Aber ja. Den sehen wir vielleicht noch in ein paar extra Parts. Wie ich schon in vorangegangenen Part 99 gesagt habe. Ja. Es wird doch durchaus noch ein paar Special Parts geben, wo ich mal, wo wir ab und zu mal durch die Welt schauen, laufen und, durch, und mal Let's Show Parts geben, wo wir mal zeigen, was bisher passiert ist, was seitdem passiert ist. Aber ich würde mal sagen, ja, für Minecraft Arno auf YouTube. Auf Twitch wird es natürlich noch weiterlaufen. Auf Twitch wird es Werde mich natürlich. wieder nicht erklären, wie er zu leben hat. Nicht? Ich
Ich werde dem Spieler eine Geschichte erzählen, aber nicht die Wahrheit. Oh. Nein, eine Geschichte, die die Wahrheit in einer sicheren Form enthält. In einem Käfig aus Worten. Nicht die nackte Wahrheit, die einen verbrennen kann über jede Entfernung. News its name. Sven for the Player of Games. Gut. Take a breath now. Take another. Feel air in your lungs. Let your limbs return. Yes, if you have the body again, under gravity. In air, is born in the long dream. There you Asthma. Are, your body touching the universe again at every point, as though you were separate things. As though we were separate things. Mein Asthma hat wieder zugeschlagen. Skandalös. Gut, ja. The player was you, Zwergenwurst der Player. Ja, und die Zuschauer wart ihr, liebe Zuschauer auf YouTube und im Stream live. Und ja, danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Wir sehen uns in wahrscheinlich mehreren Special Parts irgendwann mal wieder. In mehreren Monaten. Irgendwann. Aber das täglich Uploading, das fast täglich, das im Zweitagesabstand gab es ja immer Minecraft Parts. Das damit soll es jetzt vorbei sein. Ja. Sometimes the player dreamed and watched words on a screen. Tja, let's go back. Ja, dann hoffen wir irgendwann auf Ende Staffel 3 von Minecraft Anno. Aber erstmal hier das Ende, das Happy End. Made from nothing but milk and love? Was? Okay. Lustige Worte hier im Text. You are the player, the story, the program, the human, made from nothing but milk and love. Ach ja, das war das, was worüber And the player moves through a story which is a forest of information planted by a man called Julian on a flat infinite world created by a man called Marcus that exists inside a small private world created by the player who inhabits a universe created by... Shush. Ja. Schön, dass sie den Namen von Gott mal schnell weggelassen haben. Shush. Das ist sehr schön. You are alive. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Glaube ich, nach oben auf YouTube sollte das der Fall gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Minecraft Anno Staffel 2.0 gefunden habt, was euch gefallen hat. Und ja, schaut auf Twitch vorbei. Da wird es auch weiterhin Minecraft Parts geben. Universe said I love. The universe said you have played the game well. And the universe said everything you need is within you. And the universe said you are stronger than you know. Und schaut auf keinen Fall beim Prof vorbei. You are the daylight. Fällt schwer. Da gibt's nichts zu sehen. And the universe said you are the night. And the universe said the darkness you fight is within you. And the universe said the light you seek is within you. And the universe said you are not alone. And the universe said you are not separate Ach, scheiße. From every other thing. Jetzt habe ich wieder Michael Jackson Song gemacht. Das ist kacke. Ich habe dazu meine, ich weiß nicht, ob der Fakt wahr ist, aber das hat ja einer seiner Kinder für ihn geschrieben. Das You Are Not Alone. Das, was einem irgendwie so ein bisschen, das macht einem irgendwie so ein bisschen creepy. Es gibt einem irgendwie so ein anderes Gefühl. You are the player. Wake up. Ich glaube, Kelly war das, der einer seiner Kinder damals war, der das für ihn geschrieben hat. Wenn man sich dann den Text anhört, macht das noch ein ganz anderes Gefühl mit einem. Jetzt kommt wirkliche Credits. You are not alone, I just here with you. Markus Persson.
CEO Jens Bergensten. Ach ja, Michael Jackson und seine Kinder. Sarah Janssonbach. Ich mag diese Namen. Die sind schuld dran. Östergaard, Demig, Arninsmark, Odin, Stallkranz. Das sind jetzt Lundgren, die jetzt dran schuld dran sind, dass es das hier gibt. Dass wir das hier spielen hier gerade. Die sind schuld. Und wo steht der große Macker hier, der. Meinst du Notch? Der war ganz Notch. Am Anfang. Ah, haben nicht Markus gelesen. Markus Persson. Okay. Markus Persson war der erste Name auf der Liste, weil es der Original Creator ist. Ich kannte seinen Namen nicht. Ich kannte nur Notch. Aktueller Chief Creative Officer ist halt Jens Bergensten. Oder wie er hieß. Aha. Hab ihn schon wieder vergessen. Die Agnes ist auch mit dabei. Und Game Developers. Ja, das Team ist doch dezent angewachsen über die Jahre. Besonders jetzt, wo es bei Microsoft ist. Nee, ganz am Anfang bestand's. Jetzt kann man es auch skippen. Ganz am Anfang stand es nur aus Notch. Nö, ich guck die Credits zu Ende, so gehört sich immer für ein Game. Du musst die Credits zu Ende gucken. Bis zum bitteren Ende. Ich stream den Kram nicht, von daher. Gab's da nicht ein Spiel, was hier. Gab es, glaube ich, ein Spiel, was irgendwie, ich glaube EA war das irgendwie, wo es dann halt irgendwie, wo die Credits 4 Stunden lang gingen. Naja, ich muss nochmal auf Klo und dann hole ich mir endlich mein Essen, was jetzt schon länger im ausgeschalteten Ofen jetzt steht. Oh, okay, dann mach das mal. Kommst dann wieder? Dann schon. Schlecht. Okay, der Stream läuft aber noch. Der läuft noch. Tja. Irgendwas ist bei mir gerade abgebrochen. Ja, der Prof ist jetzt weg. Dann würde ich mal sagen, dann bedanke ich mich nochmal, auch beim Prof. Der wird das jetzt hier gerade nicht, aber dann bedanke ich mich beim Prof, bei Modi, bei Serpi, mein Team, was jetzt hier mich durch Minecraft Arno Staffel 2 begleitet hat. Und dass es jetzt hier nicht gegangen wäre, das wäre also. Und der Prof wäre ja vieles nicht gegangen. War sein Server. Das war sein. Das ist der hat es möglich gemacht. Auch den Account, den ich von ihm gekriegt habe, von dem ich das also ohne Prof wäre vieles nicht, wäre das ganze Projekt, den ich mache, noch gewesen. Der gehört ja als allererstes erwähnt. Der Modi natürlich. Und der Serpi, der jetzt nur so teilweise partiell mit dabei war. Ein, zwei Parts, aber er gehört natürlich auch trotzdem noch mit zum Team dazu. Der ist natürlich trotzdem wichtiger Bestandteil von dem Minecraft Arno vom 4/5. Team, vom 4/5. Squad, vom Minecraft Arno Staffel 2.0 Team. Ja. Und dann danke natürlich an alle, die das Spiel gemacht haben. Die hier in den Credits sehen, die das Spiel erst ermöglicht haben. Dieses wundervolle Spiel Minecraft. Das ist halt fantastisch. Das beste Spiel ever. Ja, und vor allem danke. Danke an alle, die zugeschaut haben, die im Stream live da in den Streams. In den Streams waren einige Streams. Streams mit dabei waren, die auf YouTube dann später die Parts geguckt haben. Auch das. Definitiv. Na, immer noch in den Credits. Ja. Der Prof ist wieder da. Das Team ist mittlerweile recht groß. Ich hoffe, die Credits gingen ja nicht 4 Stunden.
Und auch danke an alle, die es im Stream geguckt haben und dann noch auf YouTube geguckt haben. Die sind sowieso, ihr seid sowieso die Besten. Die Ehrenkartoffeln. Ja. Die beides machen, die sich das zweimal geben, das muss ja sowas. Und dann alle, die Kommentare geschrieben haben und geliked haben ordentlich, das ist auch noch sehr gut. Das Kommentare schreiben, das ist dann noch einmal, jetzt kommt noch mal Mojang hinten dran. Okay, ich habe gerade mal kurz gegoogelt und die aktuellen Minecraft-Credits sind wohl 31 Minuten lang. Oh, okay, ja. Ich bin gerade bei Mojang. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, alle von denen sind angestellt bei Mojang. Jetzt kommt gerade die Überschrift Mojang, das davor war Minecraft. Jetzt kommen die, das ist ja bei den Credits immer so, man hatte am Anfang immer die, also der erste Teil ist immer die Entwickler, der wichtige Teil, wo dann die Entwickler drin kommen, die es gemacht haben, und der untere Teil, der größere Teil, zwei Drittel der Credits, der kommt dann, das sind dann der Publisher. Das sind die Credits bei Spielen immer aufgebaut. Dann freu dich schon mal auf den Microsoft-Part. Ja, das ist halt das Ding, dass man dann halt wirklich, dass man... Ich weiß nicht, welche Firma das war, aber das hat mal Gronkh erzählt. Gronkh hat das hier bei Life is Strange, jetzt hier beim neuen Life is Strange-Part, hat er das mal in den Credits erwähnt, dass dadurch, dass halt dieser Publisher-Part, dadurch, dass dann hat irgendeine Firma einfach den Publisher-Part hingehängt und deren Part war so lang, dass der wirklich 4 Stunden gedauert hat, dass halt die gesamten Credits konnten nicht lassen, ihren Teil da noch hinten dran zu hängen. Ja, aber die Game Developers. Aber solche Credits finde ich immer gut. So ein Credits-Teil finde ich immer gut, um halt noch ein bisschen drüber zu reden, um noch so ein bisschen zu sagen, so ein bisschen sich zu verabschieden, Danke zu sagen an alle und Bedankungswort auszusprechen, Dankeswort auszusprechen, Verabschiedungsdank, tschüss Leute, das war das Projekt, Ende aus Mickey Mouse. Und dann noch, ja, das Ganze abzuschließen. Ja. Prof, du hast es gerade nicht gehört, aber ich habe eine überschwängliche Rede an dich, über dich gehalten. Habe ich gerade sehr gut gesagt. Und dich wäre vieles hier nicht möglich gewesen. Das ist bei diesem Projekt. Das ist ja. Dein Server, du hast ihn aufgesetzt, der Account kommt von dir, das läuft auf deiner Hardware, das läuft auf deinem Server, auf deinem, ja, der Account, mit dem ich hier spiele, der ist auch von dir, den hast du mir auch drüber gegeben. Ja, also Prof muss man hier als allererstes erwähnen, also ohne den wäre das Ganze hier, wäre Minecraft Anno Staffel 2.0 definitiv nicht machbar gewesen. Vielleicht schon, aber dann wäre es nicht so verlaufen, wie es verlaufen wäre. Dann wäre es anders gewesen. Definitiv anders. Ohne den Mach-mal-Tag-Typ wäre es halbwegs, angenehm gewesen. Und den zynischen Neise in den Berg rein. Typ. Unser Cheater-Mod. Prof ist unser Cheater-Mod. Und den Spawner 50 Spinnen in meinem Haus, damit ich da mal ein paar Ferien finden kriegen kann. Und der Spawner 50 Kühe in der Hobbit-Höhle für Leder. Was? Nein, die sind da ganz natürlich gespawnt. Ja, natürlich. Natürlich. Das war reiner Zufall. Nein, ich heiße nicht mit Vornamen Rainer und mit Nachnamen Zufall. Ich habe jetzt gerade nicht den Soundeffekt dabei, aber ich habe es jetzt mal mit dem Mund gemacht. Close enough. Okay, jetzt haben wir hier gerade den Head of Community Relations. Aha. Und den Community Relations Koordinator. Das ist die Josephine. Und die Alice.
Hier haben wir Matthias. Andreas. Antonia. Cecilia. Kim mit C geschrieben. Auch interessant. David. Annie. Frederick. Nicht Frederick. Freya, Johnny. Ist alphabetisch sortiert. Nasim, Nima, Patrick, Rui. Okay, da ist einfach Rui. R-U-I. Ja, warum auch nicht? Sarah. Auch ein schöner Name. Siri. Ist Siri Hoel Anderson. Alexander mit KS geschrieben. Joanne, Chaimane wahrscheinlich. Josefina, Cäsar, Schokis, dicke Kekse, Amanda, Philipp mit F geschrieben. Jennifer, Sharon. Ich weiß nicht, ob eine Karin. Karin. Kim Peterson. Der Olle. Der Olle Persona. Matthias Andersen. Wie war denn der Name von dem, ist das Matthias Andersen, der Lodge? Wie ist denn der Markus, Name? Peter, Markus. Oh Gott, verdammt. Force? Wir haben hier Markus Force stehen. Das ist es nicht, Markus oder? Persson. Ah, okay. Muss Ich man mal gehe auch merken. nicht davon aus, dass Sie ihn jetzt mehrfach eintragen. Er ist schließlich So. nicht mehr Teil vom Team. Okay. Na dann. Er macht ja nichts mehr an Der wurde nur ganz am Minecraft. Anfang erwähnt, Ja, weil er er die ist der Idee Creator und hat. hatte halt die Er hat's Idee. erstellt. Nein, er hat's halt einfach erstellt und für über viele Jahre auch alleine komplett gemanagt. Ja. Da steht Und dann halt nicht Original Idea, sondern halt wirklich Original Creator, weil er war es, der das gesamte Spielkonzept entworfen, ohne ihn wäre es definitiv nicht entwickelt gegangen. und weitergebaut hat. Also Bis es dann irgendwann an Microsoft vertickt hat. wir sind uns definitiv einig, dass es ohne ihn nicht gegangen wäre. Inwiefern er hat die Idee auch schon von woanders geklaut, aber naja. Ja. Aber er hat es etabliert, er hat es Ja. erfolgreich gemacht. Es gibt auch einige Minecraft-Fakes, die halt versuchen, Minecraft zu sein, aber ja, es ist halt, kommt halt keiner ansatzweise daran dran. Es ist halt, habe auch schon einige von gespielt, die halt so ein bisschen versuchen, das abzukupfern, aber sind halt scheiße. Oh, der hat mit 7 gelernt zu Obwohl, programmieren. wenn man sich hier, das habe ich sogar Let's Play, gab es sogar ein paar Let's Plays, Parts von mir, wie hieß das hier? Das macht schon, ich finde, das ist schon eine akzeptable Minecraft-Alternative. Also es ist, Minecraft steht natürlich nichts, aber kann man zusätzlich gut, also statt Minecraft würde ich es nicht sagen, aber wie ist denn das Spiel? Weißt du das, Prof? Minecraft hat hier Creativerse. Keine Ahnung. Creativerse, das ist durchaus gut, das ist, kann Hab man mich mit machen, anderen aber. Voxel Games nie wirklich beschäftigt. Also, Creativerse. Es ist nicht schlecht. Aber Minecraft ist natürlich. Ist Minecraft. Ist natürlich keine Konkurrenz. Gut, ich würde sagen, bevor wir hier die Credits noch länger ziehen. Ich habe Einfach wahrscheinlich jetzt Escape schon, drücken, dann sehen wir, was es gibt. sind wahrscheinlich schon 20 Minuten gewesen, die ich jetzt hier hinten dran noch gehängt habe. Ich weiß nicht, wie ich das dann schneide. Einfach irgendwann werde ich einen Schnitt gemacht haben.
Also, ich hab's schon gesagt, dann nicht nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Habt ihr noch angenehm für den Tag. Wir sehen uns safe zu dem einen oder anderen Special-Video wieder, wo ich da das auch in der Playlist landen wird, wo ich dann auch, wo ich noch ein bisschen zeige, was wir gemacht haben seitdem. Wenn Modi will zum Beispiel noch den Marktplatz bauen, das werde ich noch zeigen, wenn er fertig ist oder so. Dann, ich werde die Kirche noch ein bisschen verschönern, ich werde noch ein Pfarrhaus wird nur noch bauen und dann Keller rein und unter die Kirche wollten wir auch noch eine Krypta bauen und so weiter. Und in die Kirche will ich noch eine Weile sitzen, noch ein paar Streams und da wird noch einiges entstehen, wenn wir neue Ideen kommen, die wir neue Sachen bauen können. Ja. Mal gucken, was da noch so wird. Ansonsten sehen wir uns dann in Staffel 3 irgendwann wieder. Zu Minecraft Arnor 3.0. Und wie ich es auch mal nennen werde. Schade, dass wir nur einmal im Nether waren. Hauptsächlich bestand das aus Bauen. Aber gut, ich würde Schluss machen. Danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Beim nächsten Projekt. Oder bei der nächsten Staffel Minecraft Arno. Bis dahin. Haut rein. Yes, Special Thanks kommen hier gerade. Die gehen vor allem raus an euch. Special Thanks an euch großartige Zuschauer. Und damit verabschiede ich mich. Bis dann und ciao. War das? Gerade mal nachgeguckt. Notch hat sich in Minecraft selbst mit reingebastelt in diese Nachrichten, die angezeigt werden oben neben dem Minecraft-Titel. Immer am 1. Juni hat das Ding angezeigt: Happy Birthday, Notch. Und das haben sie aber dann in Java-Edition 1.8.5 dann wieder rausgepatcht. Nachdem man halt weg war.